Ich bin Magali Jabron, ich bin die Leitung der Kostümabteilung seit 2 Jahren hier am Staatstheater Kassel. Ich habe Modedesign studiert und habe dann einige Kollektionen entworfen für unterschiedliche Firmen und bin dann relativ schnell zum Theater gekommen. Ich war vorher über 20 Jahre als freiberufliche Kostümbildnerin tätig. Und habe eigentlich mein Leben lang was mit Kleidung, Textil und ich bin da schon mit aufgewachsen zu tun gehabt. Und das Theater hat mich schon lange, lange fasziniert. Wir sind hier eine relativ große Abteilung. Wir haben 43 Mitarbeiter in der Abteilung. Es gibt verschiedene Gewerke. Das heißt, es gibt die Damengewandmeisterei, die Damenschneiderei, Herrengewandmeisterei, Herrenschneiderei. Es gibt die Schuhmacherei, es gibt die Hutmacherabteilung, es gibt den Ankleidedienst, der natürlich für den laufenden Betrieb unglaublich wichtig ist. Dann gibt es noch einen sehr, sehr großen Fundus, der ist außerhalb gelegen und da gibt es eine Fundusverwalterin. Hier wird gemacht, getan, entworfen, ganz viel überlegt, ganz viel ausprobiert. Hier haben wir eine Galerie geschaffen. Jede Produktion bekommt eine Collage gemacht und wird hier ausgestellt. Die Idee von Bunburys Kostüm lehnt sich an das Bühnenbild an, welches tapeziert ist mit einer bedruckten Tapete. Und genau der gleiche Druck findet sich wieder im Kostüm. Ich zeig dir ein kleines Meisterwerk. Ja. Ja. Ich meine, wir machen hier nur Meisterwerke. Aber das wartet schon sehr lange, um auf die Bühne zu kommen. Das ist eine Musical-Produktion, die leider wegen Corona aufgeschoben werden musste. Und hier wurde in wunderschöner Handarbeit wurde Silberwolle aufgesteppt. Hallihallo! Hi! Wir sind hier in der Schuhmacherei. Wir machen alles, was Schuhe angeht im Staatstheater. Von der Neuanfertigung über die Änderung, über Färben und Beziehen von Schuhen. Anpassen an den Künstlerfuß natürlich und ja, alles, was irgendwie mit einer Fußbekleidung zu tun haben könnte. Oh, hier ist die Hälfte der Hutmacherabteilung. Mhm. Gerade Röschen, ne? Werden Kopfhauben für Dornröschen hergestellt, die natürlich alle maßangefertigt sind, wie alle Kostüme hier. Wir produzieren im Jahr ungefähr für 30 Produktionen die Kostüme. Wir machen sehr viele Neuproduktionen, Neuanfertigungen nach den Wünschen der Kostümbildnerinnen. Und wir ändern auch vorhandene Kostüme, die wir aus dem Fundus schöpfen. Ich hoffe, dass die Kostüme eine visuelle Bereicherung für das Publikum sind und das Herzblut der Kostümabteilung zu spüren ist.